ISO-Norm, Vorteile, Nachteile. Ich habe mir jetzt mal gespart, die Frage hinzuschreiben. Also die Frage ist natürlich nicht so, sondern das ist gleichzeitig die Struktur der Lösung. Oder das ist schon die Struktur der Lösung. Ja, also die Frage lautet natürlich, nennen Sie Vorteile und Nachteile der ISO-Norm, und dabei ist gemeint die ISO-Norm 9000 folgende, also konkret 9001 und 9004, die Qualitätsnorm. Ich habe das schon mal übersetzt in eine Struktur der Lösung und habe mir gespart, die Frage hinzuschreiben. So, wie immer, und das kennen Sie von mir, übersetzen wir die Fragestellung in eine Struktur der Lösung. Und das ist hier schon die Struktur der Lösung. Das hat den Riesenvorteil, dass wir, was immer uns einfällt, wir sofort unterbringen können. Ja, wir sind jetzt hier flexibel und wir haben hier schon die Struktur, sodass auch der Prüfer das wunderbar hier sehen und bewerten kann. Ja, mit einem Blick sieht der Prüfer, aha, da hat jemand die Vorteile, die Nachteile, hat also die Frage komplett gelöst. Sie glauben gar nicht, wie oft die Leute dann nur Nachteile hinschreiben und keine Vorteile. Ja, also, was sind Nachteile? Diese Zertifizierung ist teuer. Ja, wie teuer das ist, hängt von der Komplexität des Zertifizierungsvorgangs ab. Und das wiederum hängt wesentlich davon ab, wie viele Prozesse da sind, wie viele Abläufe da sind. Ja, wenn jedes Produkt einen anderen Ablauf erfordert und man 100 Produkte hat, dann sind im Prinzip 100 Prozesse zu zertifizieren und das wird dann sehr aufwendig. Ja, es kommt natürlich darauf an, vielleicht will man auch nur einen Teil zertifiziert haben, je nachdem. Aber dass die ganze Sache teuer ist, auch in dem Sinne, wir reden ja hier auch nicht nur bei Geld, nicht nur von Geld, das weggeht, sondern von Kosten. Und Sie wissen, Kosten ist innerbetrieblicher Werteverzehr. Das heißt, wenn personelle Ressourcen jetzt hier gebunden werden, und das wird es, ja, es sind Mitarbeiter hier mit der Zertifizierung beschäftigt, die müssen dem Auditor Rede und Antwort stehen, das muss alles vorbereitet werden, dann sind das Kosten. Und dann sind wir schon beim zweiten Punkt, es ist organisatorisch aufwendig. Ja, so eine Zertifizierung will vorbereitet werden, da muss man Fragebogen ausfüllen, da muss man sich sehr darauf konzentrieren, das macht man nicht mal eben so in der Kaffeepause. So, dann kommen die Auditoren, dann muss man denen Rede und Antwort stellen, dann muss man Dinge verbessern, dann muss man Dinge dokumentieren, die man vorher nicht dokumentiert hat, dann muss man wieder überlegen, wie machen wir das am besten, dann muss man das abstimmen und. Organisatorisch aufwendig. So. Vorteile sind, Schwachstellen werden bewusst. Ja, das ist ja die Aufgabe des Auditors, Schwachstellen bewusst zu machen. Der stellt ja Fragen. Audire heißt ja im Lateinischen hören. Das heißt, der Auditor stellt Fragen und hört dann, wie die Antwort ist. Und diese Fragen sind natürlich sehr gezielt. Ja, was ist denn, wenn hier die Temperatur doch ein bisschen höher wird im Produktionsprozess? Wer überwacht das? Wer kontrolliert das? Was passiert, wenn das und das ist? Und so weiter. Schwachstellen werden bewusst. Kommunikation wird erleichtert. Wenn man endlich mal die ganzen Dinge, die man sowieso über viele Jahre unbewusst automatisiert gemacht hat, mal aufgeschrieben hat, dann erleichtert es die Kommunikation auch gegenüber neuen Mitarbeitern. Ja, denen was zu erklären ist oft sehr mühsam, aber wenn das alles dokumentiert ist, dann kann man sagen, pass mal auf, wir sind jetzt hier an der Stelle, in so einer ISO-Zertifizierung werden ja oft da schöne Ablaufbilder, Ablaufdiagramme kreiert. Und da kann man das sehr schön visualisieren. Ja, Kommunikation wird erleichtert. Jetzt könnte man noch ergänzen, gute Visualisierungen entstehen. Arbeitsabläufe werden transparenter. Man könnte auch anders daran gehen und sagen, Arbeitsabläufe werden transparenter. Dadurch wird die Kommunikation erleichtert. So könnte man es auch aufziehen. Ja? Warum sage ich das? Damit Sie immer, wenn Ihnen das eine einfällt, das nächste auch wieder einfällt. Ja? Wir verknüpfen die Dinge. So, was haben wir noch? Der Marktauftritt
ist eventuell leichter. Eventuell, ja. Es gibt Branchen, da brauchen Sie ohne ISO-Zertifizierung gar nicht ins Rennen zu gehen. Es gibt Branchen, da ist das immer noch was Besonderes und Sie kriegen vielleicht sogar einen Presseartikel, also ein bisschen PR. Das kann sein. Der Marktauftritt wird also eventuell leichter. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Dieser Link führt Sie direkt zu meinem Schnelllernsystem. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.